Ja, mit dem Blick auf die Kmelner Berge sitze ich hier schon fast in Sachsen, aber es ist noch Brandenburg. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben zur Hinterland, die Reportage. Und heute entdecke ich den Ort Tettau. Und da ist meine erste Station ein gelbes Haus, was laut sein soll. Was genau dahinter steckt, das werde ich gleich erfahren. Solange genieße ich hier noch ein bisschen die tolle Aussicht. Ja, ein großes gelbes Haus hier in Tettau und man hat mir gesagt, dass es hier sehr laut werden kann, denn hier trainiert das Schalmeien-Orchester in Tettau und ich bin jetzt verabredet mit dem Vereinsvorsitzenden Herrn Lesche. Großes gelbes Haus, hier steckt einiges drin, machen wir so. Hallo Herr Kettlitz. Hallo Herr Lesche. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Vereinshaus des Schalmeien-Orchesters Tettau-Frauendorf. Herzlich willkommen. Das klingt nach was ganz Großem und dann gleich auch so ein großes Haus. Wie kommt es, dass man als Verein doch so ein eigenes Haus hat hier? Ja, das ist natürlich eine lange Geschichte, weil ursprünglich, uns gibt es ja mittlerweile 70 Jahre, ursprünglich haben wir unsere Übungsräume mal im Frauendorf gehabt, in der Grundschule, die es ja leider auch nicht mehr gibt. Mhm. Aber in Tettau ist die Grundschule stehen geblieben, zumindest physisch. Das heißt also genau dieses Haus und das Haus nebenan, das waren also mal Räume, wo die Grundschule in Tettau untergebracht war. Wenn man eine ganze Schule hat, wie viele Leute seid ihr denn da? Ja, wir sind mittlerweile, heute nochmal nachgezählt, fast 90 Mitglieder bei uns im Verein. Ich würde fast meinen, wir sind der stärkste Verein, den es gibt in Tettau. Okay, ja. Da bin ich jetzt neugierig. Wollen wir mal reinschauen? Na, herzlich gerne. Ich folge Ihnen gern. Gern, kommen Sie. Das war mal eine Grundschule, ja? Das war mal eine Grundschule. Aha. Anfang der 60er Jahre gebaut. Ja, treten Sie ruhig ein in unsere heiligen Hallen. Ah, schönen guten Tag. Hallo Beate. Hier wird schon geprobt, oder? Nein, heute wird nicht geprobt, heute wird nur geputzt, die Instrumente, denn das muss ja auch sein. Instrumentenpflege ist also auch ganz wichtig. Mhm. Aber wenn wir richtig unsere Übungsstunden hier absolvieren, dann ist das natürlich eines unserer großen Probenräume, die wir haben. Also so ein Klassenraum mal gewesen. Ein ehemaliger Klassenraum, ja. Wir haben an den Klassenräumen oder an der räumlichen Einteilung relativ wenig geändert damals. Alles so geblieben. Heute würden wir uns gern wünschen, einen noch größeren Übungsraum zu haben, denn bei 90 Mitgliedern, wenn zumindest ein Drittel mal da ist und hier gemeinsam üben will, dann ist so ein Raum noch relativ zu klein. Das wäre auch meine Frage. Orchester heißt ja, das müssen immer mehr sein. Was ist das Minimum, wo Sie sagen, da starten wir erst gar nicht? Ja, okay. Also ein Schalmeien-Instrument ist halt kein Solo-Instrument oder eher weniger, sondern da wird in der Gruppe gespielt und das klingt dann auch immer sehr schön. Und wir sollten wenigstens 15 bis 18 Musikerinnen und Musiker sein, die dann gemeinsam einen Titel vortragen. Wo kommt das eigentlich her? Also das ist aus der DDR so ein bisschen mit rübergenommen worden. Oh. Was ist aber der wahre Hintergrund? Schalmeien-Instrument ist ganz interessant. Ist eigentlich historisch entstanden aus der Autoindustrie, weil in der Autoindustrie, als die Autos damals entstanden sind, musste man natürlich auch Signale abgeben mit dem Auto oder wenn also man gefahren die Hupe, die klassische. Genau, die Hupe war also der Ausgangspunkt. Und dann hat sich jemand überlegt, dann darf nicht bloß ein Ton sein, da müssen vielleicht zwei Tone sein. Das ist also eine Art Signalgebung an Rettungswagen und sowas. Mhm. Dann ist also schon mal etwas entstanden, wo zweitönig gespielt worden. Und dann gab es mal Anfang des 20. Jahrhunderts Menschen, die daraus ein Instrument entwickelt haben, genau weiß man es nicht, aber es muss Anfang dieses Jahrhunderts, also des vergangenen Jahrhunderts gewesen sein. Also das ist in den alten Bundesländern auch noch Das ist auch in den alten Bundesländern, ja. Es wird immer so erzählt, dass es Gesundheit, dass es aus der DDR so ein Überbleibsel ist, aus der Pionier- und FDJ-Zeit. Ja, natürlich. Genauso wie es zu DDR-Zeiten Spielmannszüge gab, Fanfarenzüge gab, gab es auch Schalmeienkapellen, so nannten wir uns damals. Und was ist der Unterschied zwischen so einem Fanfaren- oder Spielmannszüge? Na, die Instrumentierung. Also welche Instrumente spiele ich? Wir sehen es ja hier, ein Schalmeien-Instrument ist also rein optisch etwas völlig anderes wie eine Fanfare oder wie ein Spielmannszug, die ja überwiegend mit Querflöten spielen. Früher waren es eher die Erwachsenen, die sowas gemacht haben. Wir fangen ja heute mit 8 Jahren zum Beispiel an, Kinder zu begeistern für unser Hobby. Und da gehört es also dazu, dass geübt wird, dass mal eine CD aufgenommen wird, dass halt und auch die Traditionen, die wir in den vergangenen Jahren schon erlebt haben, dass wir die auch wieder aufleben lassen und solche Dinge, ja. Das habt ihr ein ganzes Haus, jetzt bin ich ja neugierig, gibt es noch mehr Räume, die wir uns anschauen? Na gerne, ja, natürlich, ja. Dann können wir gerne machen. Ich folge Ihnen, ja, wie immer. Sie sind gerne hier der Chef im Haus. Ja,
Schönen Tag noch Ihnen. Danke. Gehen wir hier. Wir sind beim Dachgeschoss. Ja, genau. Guten Tag. Hallo Manfred. Hier wird auch geputzt, oder? Ja, hier wird sozusagen die Pauke gestimmt. Wir haben ja, wenn man das hier so sieht, mehrere von solchen Instrumenten hier. Wir hatten mal eine relativ große Rhythmusgruppe. Mhm. Und da sind also viele Instrumente hier gelagert. Und ja, würden gerne wieder eine Rhythmusgruppe aufbauen. Wir haben eine sogenannte Drumline mal gehabt, die ganz erfolgreich war. Aber wie das halt so ist, es ist immer ein Kommen und ein Gehen. Und da würden wir uns freuen, wenn wir sowas wieder ins Leben rufen könnten. Jetzt muss ich ja sagen, wenn ich schon mal bei euch bin, ich wollte schon immer mal mit auf die Pauke schlagen. Klingt ja, ist ja keine Pauke. Wie nennt man das genau? Ja, das ist sozusagen schon eine Pauke. Also so im üblichen Sinne bezeichnet man das schon als Pauke. Da können Sie ruhig mal draufschlagen mit dem. Ja. Na dann. Na dann los. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Ja, herzlich und, gerne. Tolles Haus und toller Verein. Den gebe ich zurück hier. Und dann hoffen wir, dass jetzt alles wieder ein bisschen mehr Action kommt und Sie wieder auftreten dürfen. Ja. Also liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, vom Schalmeien-Orchester aus Tettau wird man wieder was hören. Und wenn Sie mal eine Feier haben oder irgendetwas und einen Raum oder einen Garten brauchen, wenden Sie sich hier an den Verein. Und wir schauen uns jetzt in Tettau mal noch ein bisschen um, was es hier noch so zu entdecken gibt. Ja, jetzt komme ich aus der alten Schule und jetzt gehe ich direkt nebenan in eine noch ältere Schule und hier ist die Heimatstube beheimatet. Da bin ich mal gespannt, was mich da erwartet. Und hier ist schon jemand. Hallo. Herzlich willkommen im Heimatverein Tettau. Ich bin Roswitha Lesche, Vereinsvorsitzende. Aha, Lesche, den Namen hatte ich gerade nebenan. Wie kommt das? Wie hängen Sie zusammen? Das ist unser Neffe und der Name Lesche ist in Tettau sehr weit verbreitet. Und sehr aktiv, wie ich sehe, sehr in etlichen Vereinen. Ja, im Verein sind wir alle etwas aktiv. Also Rainer ist Schalmein und ich bin hier im Heimatverein. Eigentlich Lescher überall im Verein. So, da sind wir in der Heimatstube, da bin ich ja mal neugierig. So, gehen bitte, wir mal, komm, ich folge Ihnen gern. Ja? Das ist unsere Heimatstube, alte Schule, der Schulraum. Das sieht man hier noch. Ist das original noch? Das sind noch original alte Bänke, wo einst die Tettauer Schüler 19. Jahrhundert dran gelernt haben. Es gibt auch neuere Bänke, aber das ist nur noch altes Erbgut. Und Heimatstube heißt das, Sie haben jetzt dieses eine Zimmer? Ein Zimmer haben wir hier, wo wir eigentlich unsere etwas Unterlagen, wo wir uns zusammentreffen zur Versammlung. Ansonsten es besteht eigentlich unsere Arbeit mehr draußen in der Natur, Bäume zu hegen und zu pflegen, unsere Gärten und das ist eigentlich nur für die Chronikarbeit im Winter, wenn wir uns treffen. Im Winter wollen wir ja nur auch mal gemütlich. Es gibt auch gemütliche Stunden hier. Gemütlich. Ich würde Sie gerne zu einer Tasse Kaffee einladen. Gerne, gerne. Das. Na gerne, dann nehmen wir dann doch Platz. Bitte. Ja? Okay. Ich hätte ja fast gesagt, Sie sind ein Naturverein statt ein Heimatverein, weil Sie machen viel Natursachen, oder? Ja, eigentlich der Verein wurde 1999 gegründet, am 10.12. Herr Schmaler war der Bürgermeister und hat sich sehr für die Ökologie unseres Dorfes eingesetzt. Es wurden zahlreiche Bäume angepflanzt, Wege, alte Wege, die eigentlich schon verschwunden waren, dem Dorf eigentlich wieder ein Gesicht zu geben, zum Beispiel das Irrlicht, Bleichplan. Und diese ganzen Plätze auch dem Dorf wieder zurückzugeben. Als ich so ein bisschen durch den Ort gelaufen bin, um den kennenzulernen, bin ich da auf einen parkähnliche Ort gestoßen, wo viele, viele kleine Bäume angepflanzt wurden. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist vorne, das ist die Ruhländer Ecke.
Das ist erstmal ein Denkmal. Mhm. Das haben wir am 10. August 2019 eingeweiht. Und zwar war da die 800-Jahr-Feier eigentlich für unseren Ort. Und aus dem Anlass hat der Heimatverein dort ein Denkmal hingestellt. Mhm. Und dieses Waldstück wurde 2006 oder 2008 von Herrn Niklisch übernommen. Jetzt müssen Sie mir aber noch eins verraten. Ich habe so viele Pumpen entdeckt hier im Ort. Was hat es damit auf sich, dass in Tettau so viele Pumpen sind? Die Pumpen sind eigentlich, die größtenteils sind das Wasserwerk. Das ist ja das Bedeutendste. Aber es kam nirgendwo Wasser raus. Die sind noch abgestellt, oder? Die müssen erst mal wieder regeneriert werden, aufgefüllt werden. Und wir haben unsere Pumpen selber noch, die Handschwengelpumpen, draußen liegen. Und zwar haben wir in den Objekten, ob das am Nussgarten oder am Tingplatz ist, einfach diese Pumpen dazu. Wir mussten die Bäume angießen aufgrund dieser Trockenheit. Nicht, dass wir den Wald gießen, aber wir haben Objekte, zum Beispiel wurden im Nussgarten, was unser Lieblingsobjekt ist, da wurde eine Rotbuchenhecke gepflanzt, 20 verschiedene Nussbäume. Ja, schön war ja auch, was ich gesehen habe, Sie haben überall so Tafeln aufgestellt, wer mal wo lebte und was, genau, in welchem das Haus war. Das wurde zur 800-Jahre-Feier, war das eine Idee, und wir hatten dann auch direkt im Ort ein 800-Jahr-Festkomitee, was das wurde dann umgesetzt. Diese Tafeln wurden das ist der Ortskern, wo sie vielleicht schon waren, wo diese Tafeln stehen, und jedes Gehöft wurde dann benannt, wie es mal im Frühjahr. Man muss sich vorstellen, das Dorf, so wie wir heute leben, im Dörflichen, das gab es ja einfach nicht. Ist das Dorf an der Karte 8 Grundstücke, 8 Hüfner gab es, und jeder Hüfner hatte Gärtner, Häusler und hat versucht, 50 Hektar Land waren dem sein eigen, das musste bestellt werden. Mhm. Und da gab es keinen Traktor, das wurde mit Kühe, Pferde und so weiter, das musste schon auch bewältigt werden. Vielen Dank, dass wir bei Ihnen sein durften, dass wir ein bisschen was über den Verein kennenlernen durften. Und liebe Zuschauer, wir haben jetzt ein bisschen Hunger bekommen und ich habe gehört, hier soll es einen sehr, sehr guten Fleischer geben. Da gehen wir jetzt mal hin. Hausschlachterei Bennewitz. Das klingt danach, dass es hier was zu essen gibt. Es ist Mittagszeit, unser Team hat Hunger, ich auch ein bisschen. Vielleicht kriegen wir ja hier eine Bockwurst. Guten Tag. Hallo. Hier riecht es aber gut. Wir haben ein bisschen Hunger mitgebracht. Gibt es denn Bockwürste bei Ihnen? Ja, natürlich. Dann hätten wir gern fürs Team 1, 2, 3, 4 bräuchte ich. 4 heiße Bockwürste. Hallo. 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 Oh, hier wird frisch nachgelegt, wie ich sehe. Ja, tun wir alles frisch produzieren und wir müssen gleich weiter, weil wir arbeiten noch. Ah, Sie sind hier wohl der Fleischermeister? Ja. Was wird heute noch hergestellt? Rohwurst. Knacker. Oh, Knackwurst. Knacker. Ich liebe ja Knacker. Wollt schon mal wissen, wie das hergestellt wird. Dürfen wir da mal dabei sein? Natürlich. Die Bockwurst essen wir noch. Jetzt wird also Rohwurst hergestellt. Ja. Das ist Knacker, wie man sie also so kennt. Ja? Genau. Was ist das Besondere bei euch? Jeder macht hier wahrscheinlich ein bisschen anders, oder? Ja, also wir haben erstens mal Tiere aus unserer Heimat. Okay. Ja. Also achtet ihr darauf, dass sie wirklich genau, hier aus der Region kommen? Genau. Die kommen aus Teugau, kriegen wir Warmschlachten. Und dann eben frische Naturgewürze, also keine Fertigmischung, die tun wir selber zusammenstellen, genau. Das verrät ja auch nicht jeder, was da so reinkommt. Oder? Nee, das... Aber das ist jetzt also grob gehäckselt, oder? Nee, das ist also zugeschnitten, verschiedene Teile vom Schwein und vom Rind. Genau, das die haben wir jetzt schon vorgemengt mit den Gewürzen, dass sie schön vermischt sind. Jetzt lassen wir die durch den Wolf, durch eine Dreierscheibe. Wie lange sind Sie hier schon dabei? Ich bin seit 2005. Also das heißt, ich habe hier gelernt. Genau. Ah, okay. Kommen Sie auch aus der Region hier? Ja, ich komme aus Rondorf. Ah, okay. Ist ja auch nicht so üblich, dass in jedem Ort noch ein Fleischer ist. Ne? Nee. Wie wichtig ist der Fleischer gerade hier auch für Tettau und die Region? Ja, das ist also, so viele Fleischer will keiner mehr machen, also den Beruf, weil er doch schwer ist und ja, es gibt einfache Berufe. Wie kam es dazu, dass Sie das dafür entschieden haben? War schon als kleines Kind. Fand ich das toll, wie aus dem Tier ein fertiges Produkt wird, wie das alles funktioniert mit der Wurstherstellung und Und dann die Meisterschule noch besucht. Genau, die Meisterschule noch und Jetzt haben wir hier die Rohmasse oder wie nennt man das Genau, dann? Das Rohbrät. Rohbrät, aha, okay. Ja,
Das haben wir jetzt durchgelassen. Jetzt kommt das nochmal in Menge, dass das jetzt eine Bindung kriegt, weil jetzt ja die Fleischteilchen vom Wolfen her sind ja alle einzeln. Jetzt mengen wir die nochmal. Warum muss das jetzt nochmal? Dass eine Bindung reinkommt. Sonst würde die Rohwurst an sich zerfallen. Ja, das wäre dann ein Rohwurstfehler. Und dann der Darm, wo es reinkommt. Genau. Das ist ein Naturdarm, ein Kranzdarm. Der ist vom Rind, der Dünndarm. Das heißt, den kann ich dann mitessen? Den kann man mitessen. Das ist schon ein bisschen kräftiger, dicker. Ja, ja. Ne? Die ist so 40er Kaliber, 35, 40. Ach, ein Kaliber. Kaliber wird das, genau. Da gibt es dann verschiedene. Und wie viel Stück kriege ich dann aus einem so einem, ich nenne es jetzt mal Klops, den ich ja reingeschmissen habe, raus? Aus den Ballen. Ballen, okay. Wie viel werden das werden? Da muss man sagen, gehört schon Mathematik jetzt wieder dazu, ne? Das da gehört schon, Menge. Ja, das ist abschätzen, wie, ja. Das müssten so 20, 30 Stück werden. Ja. Und seid ihr eine kleine Fleischerei? Ja, eine kleine. Welche Mengen laufen denn hier so in der Woche? Was werden wir haben, so ungefähr vielleicht an die 10 Schweine. Auch doch in der Woche? Ja. Okay. Und das sind nur für die Tettauer oder wo kommen die überall her? Nee, es kommt von weiter weg auch, natürlich auch Kundschaft. Wird denn weniger Fleisch gegessen? Merken Sie das? Oder ist das Generationsfrage? Nee, es geht eigentlich. Also es wird schon noch gegessen, aber es wird mehr darauf geachtet, vielleicht wo es herkommt und nicht die Massenware. Nicht Supermarkt und sowas, sondern mehr Qualität und dafür vielleicht etwas weniger, aber eben besseres Fleisch. Und ihr habt aber nur das eine Geschäft oder seid ihr auch mal unterwegs? Nee, oder? Wir haben noch einen Verkaufswagen, der auch gerade auf dem Markt ist. Aha. Der ist jetzt in Schipkau. Wir sind aber auch in Schwarzheide. Weil das ist ja gerade so auch in den Dörfern wichtig, dass da so einmal die Woche so ein Wagen vorbeikommt. Das seid ihr dann unter anderem auch. Ja, auch mit. Ja. Dass die Leute eben immer was Frisches haben. Ja. Die Klassikerfrage, die wollte ich schon immer beantwortet haben, ist in der Teewurst eigentlich Tee drin? Nein. Aber die, warum heißt die dann Teewurst? Die wurde früher vermehrt zum, vielleicht eventuell zum Tee mit gegessen. Ne? Ja. Und, aber hat mit, in dem Sinne mit dem Tee nichts weiter zu tun. Ist wie mit Bierschenken, so kein Bier drin. So, das sieht nach viel Arbeit aus, dann wollen wir gar nicht weiter stören. Und unsere Bockwurst wird ja auch fertig sein. No. Dann vielen Dank, dass wir mal hier so in die heiligen Hallen reinschauen dürfen. Ist ja doch sonst nicht so üblich. Bitte. Und wie sagt man bei der Fleischern? Gut Wurst oder? Nee, das gibt's nicht. Okay, na dann, schönen Tag noch. Ja, ja. Tschüss. Inso. Tschüss. Tschüss. Ja, ein ganz sympathisches Unternehmen hier, Fleischerei Bennewitz. Ich habe meine heiße Bockwurst bekommen, die lasse ich mir jetzt schmecken und werde dann mal schauen, was es hier in Tettau noch so zu entdecken gibt. Ja, jetzt bin ich am Ort der kleinen Tettauer verabredet, aber ich treffe einen ganz großen, nämlich den Bürgermeister. Und der hat mir gesagt, sein Lieblingsort ist der Verkehrsgarten an der Kita. Und ich bin mal gespannt, was er so alles Stolzes auch über seinen Ort zu berichten weiß. So, Herr Micha, lass es gut gehen. Bleib schön gesund. Na klar. Schönen guten Tag. Ich sehe, hier wird gearbeitet. Hallo, Herr Kettlitz. Grüß Sie. Hallo. Ich verabschiede mich. Gerne. Ich habe noch zu tun, bis dahin. Wir sind hatte noch ein kleines Arbeitsgespräch hier im Kindergarten gehabt hier und als Bürgermeister muss man das machen. Sie haben mir gesagt, dass das Ihr Lieblingsort ist im Ort oder ein Ort, wo Sie gerne hingehen. Warum? Weil es einfach ein schöner Ort ist hier. Es ist viel getan worden. Wir haben das Gebäude funktional auf Vordermann gebracht. Wir haben einen kleinen, feinen Verkehrsgarten hier angelegt, den Kindern sehr gut angenommen wird, sieht man ja letztendlich auch hier. Da möchte man noch mal Kind sein, oder? Wenn man so einen Verkehrskarten sieht. Ach, da müsste ich ja noch mal so viele Jahre arbeiten gehen und das wollte ich eigentlich nicht. Ja. Wollen wir uns ein bisschen hinsetzen, dann können wir ein bisschen reden. Ja, alles da. Verkehrsgarten, wer kam denn auf die Idee, einen Verkehrsgarten in einer Kita zu bauen? Das ist vor vielen, vielen Jahren mal in einer Gemeindesitzung, sind wir mal auf die Idee gekommen, hier praktisch diesen ganzen Platz entsprechend aufzuwerten hier. Hier war ein bisschen grün gewesen, ein paar Figuren standen rum hier.
aber wir wollten das optisch ein bisschen aufwerten und auch den Kindern einen kleinen Grundstein legen für die nahe Zukunft dann, wenn sie sich im öffentlichen Straßenverkehr mal bewegen müssen. Mhm. Wir sind ja der Sache, wenn man das so guckt, hier sehr, sehr nahe gekommen. Mhm. Die Wust an Schildern, wie im öffentlichen Straßenverkehr, das wollten wir in der Form so nachstellen. Und wie gesagt, es wird von den Kindern sehr gut angenommen und die haben Spaß und Freude daran. Ja, nun sind wir heute den ganzen Tag schon im Ort unterwegs gewesen, haben allerhand schon kennengelernt. Schalmeinenorchester, wir waren beim Fleischerei Bennewitz, wir waren beim Heimatverein. Und das ist ja noch längst nicht alles. Tettau bietet so viel. Warum ist Tettau eigentlich so breit aufgestellt? Das ist auch eine gewachsene Struktur in Tettau. Von vielen, vielen Jahren ist das aufgebaut worden, schon durch meine Vorgänger, der Herr Kurt Schmale oder Herr Sigmar Petrenz, die leider mittlerweile schon verstorben sind. Aber es sind schöne Dinge eingerichtet worden hier, naturbelassen. Unser erster Bürgermeister nach der Wende, Herr Kurt Schmale, der hat, wie man sagt, so ein grünes Däumchen gehabt. Hier sehen Sie ja selber, ja. Wir haben sehr, sehr viele Bäume. Den einen Lass, den anderen zur Freude hin hier. Aber wir haben ein schönes, grünes Dorf. Und den Charakter wollen wir auch in der Form eigentlich so erhalten. Mhm. Tettau hat auch eine besondere Bedeutung mit dem Wasserwerk. Da guckt man wahrscheinlich auch so ein bisschen mit Respekt auf ja, Tettau, oder? Ja, das zeigt eigentlich schon unser, fangen wir mal mit unserem Dorfwappen an, in den Farben Blau und Gold. Das zeigt die Zugehörigkeit zur Oberlausitz. Und der Wassertropfen im Zeichen ist praktisch ein Zeichen oder eine Darstellung für das Wasserschutzgebiet und dem größten Wasserwerk im Land Brandenburg. Mhm. Habe ich gesehen, wenn man durch die Straßen fährt, steht manchmal so Meisterstraße unter dem Straßenschild. Was hat es damit auf sich? Das ist ein Fußballturnier, was regelmäßig am 1. Mai dann stattfindet hier, wo dann die Straßen innerhalb von Tettau eine Mannschaft formieren und die spielen dann gegeneinander, Kleinfeldfußball. Mhm. Ah, den geben Sie sich gleich den Namen und dann darf man mal unter seinem Straßenschild. Wird dann verteilt, wer dann die Meisterschaft gewonnen hat, bekommt das Meisterschaftsschild und darf das an seine Straße entsprechend anbringen. Nun könnte man glauben, in Tettau ist schon alles fertig oder was steht denn noch an? Nee, Tettau ist noch einiges zu tun. Wir werden demnächst mit der Realisierung unseres Wohngebietes beginnen. Da sind geplant, dass wir dann das Wohngebiet Schaftrebe, da sind geplant 16 Parzellen, also für 16 Eigenhänge. Und als nächstes, oder wir sind schon in der aktiven Planung für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses. Mhm. Ja, davon habe ich schon gehört, fast 1 Million soll da investiert werden. Das ist nicht ganz wenig hier, mhm. Aber ja, nach den ersten Kostenschätzungen werden wir in diesem Bereich landen. Dann gibt es ja Orte, gerade im Brandenburger oder auch natürlich im sächsischen Bereich, die das Problem haben mit Wegzug und man Landflucht nennt man das ja auch gern. Wie sieht es da aus? Wo entwickelt sich die Einwohnerzahl hin? Wir haben auch mit dem demografischen Wandel hier zu kämpfen. Das ist so. Von mal weit über 1000 Einwohnern sind wir momentan aktuell bei 758 Einwohnern. Das ist doch, also geht es nach unten, ja. Ja. Aber ich denke mal, mit der Schaffung des neuen Wohngebietes wird dann die Zahl wieder nach oben gehen. Ja, dann das hört sich auf jeden Fall erstmal nach einer Perspektive an. Dann wünschen wir dem Ort alles Gute. Wir haben heute allerhand gesehen. Es lohnt sich auf jeden Fall mal, auch im Sommer doch vorbeizukommen mit dem Rad. Wenn alles schön grün ist und wie gesagt, die Gäste sind gern eingeladen. Vielen Dank. Wir haben ja auch die entsprechenden Highlights noch zu bieten. Wir haben momentan noch 4 Gaststätten im Ort. Das ist eigentlich für 750 Mann manches immer noch ist, manches sehr gut. Dorf hat gar keine Gaststätte. Genau, und Sie haben gleich 4. Schön. Also, liebe Zuschauer, Sie haben es gehört. Hier ist zwar ein bisschen windig heute, aber sonst sehr schön. Sie haben 4 Gaststätten, Sie haben allerhand Vereine, die hier aktiv sind. Sie sehen hier ein wunderbarer Verkehrskarten. Auch für Nachwuchs ist gesorgt. Und deswegen kommen Sie mal vorbei hier in Tettau und vor allem schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hinterland, die Reportage.